So, willkommen am Montag, dem 1. im Sommer. Leben vom Land, was haben wir denn heute? Der Sommer ist da, zusammen mit einer Menge neuer Pflanzen zum Pflanzen. Wie zum Beispiel Hopfen. Die Ranken brauchen eine Weile, aber wenn sie erstmal ausgewachsen sind, kann man sie jeden Tag ernten. Viel Glück. Und morgen ist ein wunderschöner sonniger Tag. Eieiei. Also. Grüße Markus. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sternentautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Sternentautaler Umschau. Okay. Wir machen jetzt erstmal hier soweit alles fertig. Dazu machen wir das weg. Wir brauchen das. Gut. Also ihr seht schon hier, dadurch, dass wir das gepflanzt haben, ist das alles wieder bewässert. Heißt, wir brauchen heute fast nichts bewässern. Hier unten, die uns noch fehlen, die müssen wir auf jeden Fall bewässern. Also das eine hier. Aber der Rest passt eigentlich. Und wenn ihr genug Kohle habt, ist es kein Problem beim Jahreszeitenwechsel. Dann könnt ihr ohne Probleme hier das günstigste kaufen. Pflanzen. Ja. Und dann passt das. So, das muss weg. Und dann brauchen wir noch neue Felder. Und wir müssen dann halt nochmal ein bisschen Erze farmen. Dann aber erst ab morgen. Weil heute werden wir nur noch Hofarbeit machen können. So, da noch. Ich habe keine Ahnung, ob es reicht, was wir jetzt hier machen. Und kriegen wir das hin? Ohne? Ja. Sehr schön. So, gießen noch. Und wenn wir gegossen haben, gehen wir in die Stadt. Ich habe mal ausgerechnet. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Geld. Wir brauchen noch eine Menge Kohle. Wir werden dann so gut wie alles, was wir an Edelsteinen haben, verkaufen. Da müssen wir dann gleich erstmal zum Schmied runter. So, das noch. Okay. Einmal kurz auffüllen. Können wir hier noch was hinmachen? Ich würde nämlich gerne das hier mitnehmen. Und dann hier, Moment. Ja, das wird. Das wird. Ist doch schön. So, da müssen wir noch. Und da. Gießen. Gießen. Da noch. Weil hier hatten wir ja, also hier oben drüber, hier oben hatten wir ja im Frühling die Bohnen. Da kommt wieder was hin, was nicht weggeht. So, was haben wir denn? Na, die kommt da mal schon mal nicht rein. Das kommt dahin. Okay. Wir haben gar nicht so viel Zeug. Gut, dann, dass wir von jeder mindestens eine behalten.
Da können wir ruhig mal die Hälfte wegmachen. Den nicht. Da einer. Wir können noch drei. Okay. Ja, das machen wir dann, wenn wir zurückkommen. Dann hau ich jetzt mal. Moment. Einen davon rein. Das sind vier. Silbererz haben wir auch noch. 15. Genau. So. Und dann noch vier Kohle dazu. Sehr schön. Wenn wir zurückkommen, können wir dann noch mal sieben Bewässerungsanlagen machen. Schöne Musik. Na komm. Jawohl. So, was gibt's hier? Eine Joja-Cola. Ich glaube, ich habe keine in der Kiste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir gehen jetzt als allererstes zum Schmied und verkaufen das ganze Zeug, was wir jetzt dabei haben. Laden. So, 75.200. 240, 400, 750, 250, 180. 15.000 Gold. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ich habe keine Ahnung. Also 15.000 sollten es auf jeden Fall sein, dass man ohne Probleme anpflanzen kann. Oh, das ist das Zwei-Herze-Event mit Abigail. Markus? Was machst du in meinem Schlafzimmer? Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Ich habe Reise des Präriekönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Ja, ich bin zwar nicht so der Freund von Videospielen, aber ja, wenn es denn unbedingt sein muss. So, WASD zum Bewegen und Pfeiltasten zum Schießen. Okay. Das war. Das war Kacke. Die steht mir im Weg. Oh, da ist eine Münze. Okay, ja, läuft eigentlich recht gut. Entschuldigung. Und wir haben ein neues Leben dazu bekommen. Wie lange geht's denn noch? Ah, sehr schön. Oh, ah. So ein Mist. Aber wir haben ja noch zwei Leben. Boah, das ist ja geil. Thank you.
Ah, geschafft, Gott sei Dank. Eieiei. Hey, das war lustig. Danke, Markus. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen. Hm? Das wundert mich nicht. Ja, genau. Ich habe meinen Joystick immer dabei. So, dann wollen wir jetzt mal hier einkaufen. Also, wir haben Melonen im Sommer. Wir haben Tomaten, wir haben Blaubeeren, Peperoni, Weizen, der ist auch im Herbst anbaubar. Wir haben Radieschen, wir haben Mohn, wir haben Sommerschmuck, Hopfen ist das Äquivalent zu Bohnen hier im Sommer. Dann haben wir Mais, der ist auch im Herbst pflanzbar, und Sonnenblumen haben wir auch, die sind auch im Herbst pflanzbar. Wenn man die erntet, bekommt man noch weitere, also kann man noch weitere Samen dazu bekommen. Und hier die Tomaten, Blaubeeren, Peperoni, der Hopfen und der Mais, den muss man nicht immer wieder neu anbauen, die bleiben stehen. So, wir kaufen jetzt erstmal 16 davon. Gut, dann kaufen wir Mais. 10, 20, 30, 32. Uiuiuiui. Wir kaufen 32 Tomaten. Wir kaufen 32 Blaubeeren. Wir kaufen 32 Peperoni. So. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann kaufen wir Radieschen. 20 reichen. Dann kaufen wir noch Melonen. Ja, reichen auch erstmal 20. Wir müssen ja gucken, dass es Geld reicht. Sonnenblumen sind halt schweineteuer, die kaufen wir später erst. Dadurch, wir können sie ja halt auch im Herbst pflanzen. Dann kaufen wir jetzt erstmal noch Sommerschmuck. 20. Ja. Und davon können wir noch 40 kaufen. Gut. Wobei den Weizen werden wir eher dann zum Ende hin anbauen. Weil der bleibt auch im Herbst stehen. Den können wir so anbauen, dass wir den am 1. im Herbst dann ernten können. Und dann können wir ohne Verlust da weitermachen. So können wir... Können wir Dünger herstellen. So, das reicht erstmal. Hoffentlich. So, das kommt hier rein. Dann würde ich jetzt erstmal hier das Zeug nehmen. Gold, das. Was? Ah, Mist. Wir brauchen nochmal eins hiervon. Ja, komm, nehmen wir direkt 4. Na, da brauche ich auch 4 Kohle. So. Und dann können wir hier schon mal 6 Stück herstellen. Und Steine brauchen wir noch. 6 Steine. Oder 4 Steine und den Weg. 1, 2, 3, 4. Das. So. 1, 2, 3, 4. Ja, es wird langsam. Mit dem, was wir hier pflanzen können. So, hier unten kommt auf jeden Fall eins hin.
hin. Okay. So, hier hin. Bevor wir hier das Ding hinstellen, gießen wir nochmal. Weil wenn wir das morgen erst gießen, also wenn wir es so lassen würden, würde es erst ab morgen wachsen. Das wäre ein verlorener Tag. Eins fehlt, glaube ich. Zwei sogar. Zwei fehlen. Toll. Okay, so, jetzt das Zeug hier, den Dünger. So. Ja, ich hoffe mal, das reicht. Und wir müssen hier unbedingt auf dem Hof ein bisschen aufräumen. Heißt Holz schlagen und so weiter. Das reicht nicht ganz. Egal. Reicht noch für eins? Ja, für eins reicht es noch. Okay, so. Ach, die Sprinkler müssen wir ja noch hinstellen. So, dahin, dahin, da, da, da. Und einen können wir jetzt noch machen. So, einen springt da noch. Der kommt da unten hin. Na komm. So. Sehr schön. Dann da rein. Du kommst da rein. So, und jetzt das hier. Bauen wir hier an. Ja, man kann da nicht. Und ich muss, glaube ich, die Vogelscheuche etwas umpositionieren. Ja, da kommt man nicht mehr durch. So, fangen wir mit dem Mais an. Der kommt hier hin, weil der bleibt jetzt diese und die nächste Jahreszeit stehen. Dann kommen die Blaubeeren. Dann nehmen wir die Peperoni. So, dann die Tomaten und dann haben wir alles gepflanzt, was beständig über die ganze Jahreszeit stehen bleibt, was wir nur noch ernten müssen. So, dann würde ich sagen, da drüben hauen wir die Melonen hin. Haben wir dann vier übrig. Dann bauen wir das noch an. Und die Blumen bauen wir hier unten an. So. Gut. Wir haben alles gepflanzt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Die kommen hier rein, die Sachen. Morgen brauchen wir dann nur kurz gießen. Bin gerade am Überlegen, gehen wir morgen in die Höhle.
Moment, das ist noch für Gunther, das ist noch für Gunther, das ist für Gunther. Sonst noch was? Die haben wir schon da liegen. Nein. Okay. Dann gehen wir morgen mal zu Gunther, geben das Zeug ab. Und, was brauchen wir denn noch? Heizraum. Wir brauchen einen Kupfer, einen Eisen und einen Goldbarren. Wir brauchen... Okay, wir geben das hier nicht bei Gunther ab. So, wir brauchen eins davon. Wir brauchen eins davon. Wir brauchen den hier. Wir brauchen einen davon. Wir können noch einen Goldbarren machen. Moment. Und da machen wir auch noch welche. Vier, okay. So. Okay. Und wir brauchen eine Solaressenz und eine Schattenessenz. Eine Schatten, eine Solarhammer. Okay. Dann brauchen wir morgen nur noch den Goldbarren und einen Eisenbarren. Und dann können wir hier den Heizraum im Gemeinschaftszentrum fertig machen. Da bekommt man nämlich als Belohnung die Lorenreparatur. Erspart uns auch eine Menge Zeit. So, wir haben heute genug gemacht. Wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Und dann machen wir morgen weiter.